Hey, ich bin gerade in Japan. Der Ort, an dem Judo erfunden wurde. Ich möchte hier meine Verletzung auskurieren. Vielleicht auch einfach den Spirit fühlen. Und dann mental gestärkt zurückkommen. Ich habe Muskelabriss. Jerome Boateng ist mit der gleichen Verletzung ein halbes Jahr draußen gewesen. Und das ist eben diese ganz heiße Phase, wo alle Turniere jetzt stattfinden. Das ist sehr bitter auf jeden Fall. Ne? Meine Verletzung ist hier an den Adduktoren. Sollte ich gut ausheilen lassen. Weil wenn ich das nicht tue, könnte ich zum Beispiel gar nicht mehr Judo machen. Ne? Und da muss man einfach das tun, was man tun kann. Und jedes andere Training findet dann nur noch im Kopf statt. Ne? Also positive Gedanken sind Medizin. Und deswegen bin ich jetzt auch hier in Tenry. Jutta! No way! Oh my god! Oh my god! How are you? I'm good. Welcome to Japan again. Thank you very much. He's like my senpai. It's how to explain. Auf Deutsch würde man sagen Mentor. Ich habe letztes Jahr ein Auslandssemester hier gemacht und werden Weltmeister und Olympiasieger geschmiedet. Ah, Anai Sensei. Konnichiwa. Das war Anai Sensei, der Cheftrainer hier. Und jetzt geht das Training los. Hier in der Halle, man will einfach mitmachen jetzt. So, man hört die einfach schreien und denkt sich so, ja, diese Energie will ich auch. Und die Energie habe ich vielleicht auch, aber ich muss gucken, dass ich hier keine Faxen mache, weil ich habe ja die Verletzung. Aber es ist so, als würde die Matte zu mir schreien, komm jetzt. Was mir sehr viel bringt, ist einfach diese Atmosphäre wieder zu spüren und zu wissen, wow, so wie die Leute hier jetzt gerade einfach alles geben, so kann ich das auch in der Zukunft. Jetzt gerade ist der Sonnenuntergang und für die Tenri-Gemeinde heißt das jetzt, sie werden jetzt alle hierher kommen und ihr Gebet verrichten. Für diese Menschen ist das hier auch sozusagen der Mittelpunkt der Welt. Ich glaube, Meditation ist eine sehr, sehr gute Form, um in sich zu horchen. Man schafft es dann, diese ganzen äußeren Einflüsse einfach komplett mal wegzuschieben. Meine Verletzung zum Beispiel ist ja auch etwas, was von außen auf mich im Prinzip gewirkt hat. Wenn ich bei mir bin, habe ich die Möglichkeit, meinen Körper besser kennenzulernen und zu horchen. Wann kommen die Signale, wenn es zu viel wird? Wann muss ich einen Schritt zurückgehen? Klar, steh ich auf und denke mir, ich will zu den Paralympics. Wenn ich das nicht glauben würde, dass ich es schaffen kann, dann würde ich es nicht machen. Ich weiß aber auch, dass man das nicht berechnen kann. Man muss auf den Moment genau alles abliefern. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Verletzungen. Das sind dann die Rückschläge, mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Die Universität Tenri hat so eine große Bedeutung eigentlich für alle Judoka auf der Welt. Weil erst durch diese Universität wurde Judo olympisch. Oh, Ohio, Goldhammer. Das ist Morimoto Sensei. Für mich auch einfach Satoshi. Er hat irgendwann mal gesagt, er ist mein japanischer Papa. Ja, mein Sohn. Ja? Ja, gehen wir. Ich war der erste Student aus dem Ausland, der blind ist. Und das war eine besondere Herausforderung, sowohl für die Universität als auch für mich. Deswegen darf ich auch mal den Präsidenten treffen. Das ist schon eine kleine Ehre. Und wir haben ja auch eine Kleinigkeit aus Deutschland. So. Beim nächsten Besuch kommen wir bitte mit Goldmedaille. Ich versuch's. Die Qualifikationsphase fängt jetzt erst an. Aber wenn ich in Tokio bin, dann weiß ich, Tenri ist bei mir. Also man hat alles dafür gegeben, dass ich hier erfolgreich werden kann. Und dafür möchte ich mich jetzt einfach nochmal bedanken. Ich habe mir echt viel vorgenommen. Ne? Dann habe ich mich verletzt. So. Und da muss man einfach irgendwie kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, das wird wieder. Und das tun, was man tun kann und das sein lassen, was man sein lassen muss. Hab Judo jetzt in mein Lebenszentrum gestellt. Mir ist immer bewusst, dass es einfach nicht zustande kommen kann, obwohl man alles gegeben hat.
Aber ich habe es auch schon mal gesagt, Leistungssport ist grausam. Ich bin nach Tenri zurückgekommen, um für mich hier in diesem energetischen Umfeld einfach für mich die Richtung wieder klar zu kriegen. Und wie läuft das bei euch? Wie kommt ihr auf euren richtigen Pfad wieder? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge.